Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin's Rita von Rita Love. Ja, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub und jetzt starte ich direkt mit einem neuen Video für euch. Da wir ja noch keine Küche haben wegen dieser Hochwasserkatastrophe und das auch einige Monate noch dauern wird, kommt jetzt ganz lange Zeit eben kein Rezeptvideo. Aber es kommt jetzt heute wieder ein Make-up-Video. Und zwar habe ich gedacht, angesichts der Tatsache, dass der Herbst schon Einzug gehalten hat bei uns, mache ich ein bisschen ein herbstliches Make-up, wobei sich das Herbstliche eher so auf das Augen-Make-up dann beziehen wird, weil ich dann so eine sehr herbstliche Lidschattenpalette verwenden werde. Das zeige ich euch dann gleich. Ja, starten werde ich mit der Foundation. Also ich habe mein Gesicht schon vorgepflegt. Tagescreme, Tagespflege, alles ist gut eingezogen. Und ich wollte heute mal eine neue Foundation testen. Die habe ich mir vor dem Urlaub gekauft. Ich hoffe, dass jetzt der Farbton überhaupt passt, weil ich ja so ein bisschen Farbe bekommen habe. Ich bin allerdings im Urlaub immer mit sehr starkem Sonnenschutz durch die Gegend gelaufen, sodass sich das ein bisschen in Grenzen hält, was ich so an Farbe bekommen habe. Aber ich hoffe, dass der Farbton jetzt einigermaßen passt. Und zwar habe ich hier von L'Oreal Age Perfect das Serum im Make-up mal mir gekauft, diese als Foundation. Und da bin ich mal sehr gespannt, Serum in Make-up. Ob diese Foundation dann sich besonders pflegend anfühlt, beziehungsweise wie die Deckkraft so ist, ob die natürlich, ob das alles sehr natürlich aussieht. Und ich habe jetzt hier für mich die Farbe 250 Beige gekauft und ich hoffe, dass das einigermaßen passt vom Farbton. Dann starte ich auch direkt. Ich trage die heute mit einem Pinsel auf. Gebe mir mal erstmal einen Pumpenhub hier auf meinen Handrücken. Und verteile das jetzt hier mit diesem Pinsel. Ja, sie ist ein bisschen hell für mich vielleicht momentan. Aber da sie nicht so super stark deckt, denke ich, wird das funktionieren. Vom Auftragen her ist es sehr angenehm. Also es lässt sich ganz gut verblenden mit dem Pinsel hier. So, ich überlege, ob ich noch eine zweite Schicht auftrage. Es fühlt sich relativ leicht an. Ich gebe noch mal ein bisschen nach. Also man hat ein sehr leichtes Gefühl, man fühlt sich jetzt auf jeden Fall nicht so super zugekleistert. Ich empfinde es als relativ angenehm auf jeden Fall. Ja, ich berichte dann nochmal, wie ich dann über den Tag damit zurechtgekommen bin. Aber so habe ich einen ganz guten Eindruck davon. Ja, dann kommt der nächste Schritt. Ich werde jetzt einmal einen anderen Concealer nehmen, den habe ich auch schon länger. Das ist der Augenlöscher, lustiger Name, von Maybelline. Und der hat ja normalerweise diesen kleinen Schwamm hier oben drauf. Den habe ich allerdings abgemacht, weil ich mir das lieber mit einem Pinsel auftrage. Man dreht hier unten und dann kommt da oben, da habe ich schon gedreht, kommt dann oben das Produkt raus. Und normalerweise ist da so ein kleiner Schwammapplikator, auf dem der ist dann getränkt mit diesem Produkt und dann kann man das so auftupfen. Ich nehme das hier allerdings dann mit einem Pinsel. Ich hole euch jetzt mal was näher ran. Okay. Also ich gehe jetzt hier mit dem Pinsel einfach ein bisschen ran. Tupfe mir das auch lieber nochmal auf den Handrücken auf, weil das ein bisschen viel ist, was hier rausgekommen ist. Und dann gebe ich mir das hier in den Augeninnenwinkel, wo ich die dunklen Schatten habe. So. Oh, das ist allerdings sehr hell. Ich werde das auf jeden Fall nochmal jetzt sehr gut verblenden. Hier außen gebe ich auch nochmal was hin. Mit einem weicheren Pinsel. So. Gott, das ist sehr hell. Ich habe jetzt hier noch einen weicheren Pinsel, den ich dafür jetzt mal nehme. Und damit werde ich das mal gut verblenden. Ich muss das Auge so ein bisschen ziehen, weil ich Kontaktlinsen habe und die rutschen mir sonst. Okay, das geht aber jetzt, ne? Ja, würde ich sagen. Auf der Seite auch noch schnell.
Ich finde, das hat sich jetzt etwas relativiert mit dem unglaublich hellen Farbton. Ich kann leider gar nicht mehr erkennen, ich habe das schon was länger, was genau das jetzt für ein Farbton ist, weil die Schrift so ein bisschen abgekratzt ist. Aber anscheinend war der ein bisschen zu hell. Aber ich habe es ja jetzt ganz gut weggeblendet. Dann geht es weiter. Und zwar werde ich jetzt das Gesicht ein bisschen abpudern. Dazu nehme ich mein Lieblingspuder von Make-up Coach. Das habe ich schon ganz oft benutzt. Die Dose sieht auch schon ziemlich abgewetzt aus, weil ich die immer mit unterwegs habe im Fitnessstudio. Und ja, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Und ich gebe mir jetzt einfach ein bisschen von dem Puder hier so in die T-Zone, aber auch den Rest dann hier auf die Wangen. So. Ich möchte das jetzt auch nicht zu viel pudern, weil ich so ein bisschen das natürliche, diesen natürlichen Glow noch haben möchte, den das Make-up, den die Foundation jetzt hier mir gegeben hat. Da ich bei meinem heutigen Make-up ja diese ganz dunklen herbstlichen Töne an den Augen verwenden werde, habe ich mir überlegt, ich benutze mal einen Primer, einen Lidschattenprimer. Normalerweise nehme ich ja immer eine ganz helle Lidschattenfarbe so als Base, aber diesmal nehme ich auch einen Lidschattenprimer. In diesem Fall einen, den ich auch schon etwas länger habe. Der ist von Suva und heißt Eyeshadow Fix Matte Longwear. Davon gebe ich mir jetzt auch ein ganz klein bisschen hier auf den Handrücken. Das ist eine Tube. Ich gebe mir so einen ganz kleinen Klecks hier auf den Handrücken und den nehme ich mit dem Pinsel auf und gebe den jetzt hier einfach auf das komplette Augenlid auf. So, also bis unter den braunen Bogen. Das war vielleicht etwas wenig, für das zweite Auge reicht es nicht mehr. Okay. Jetzt kann das hier so ein bisschen eintrocknen, während ich jetzt mit dem Gesicht erstmal weitermache. Dann habe ich mir überlegt, ich nehme heute wieder mal einen Bronzer. Und zwar habe ich jetzt hier von Essence, der heißt Hello Good Stuff Matte and Glow Bronzer. Warum der so heißt, kann ich nicht sagen. Ich mache den mal auf. Also ich sehe jetzt hier weder was, ich sehe hier nichts Glowiges. Ich finde, dass der einfach ganz normal matt aussieht. Der ist oben hell und unten dunkel. Also ich erkenne jetzt da keinen Unterschied, warum der so heißt. Und ich benehme auf jeden Fall nur diesen dunkleren Ton, diesen unteren Ton hier. Da gehe ich auch mit so einem ziemlich großen, fluffigen Pinsel rein. Okay, klappt das ein bisschen ab. Und gebe mir das hier so in dem Bereich der Wange und des Haaransatzes auf. Das ist einfach, um das Gesicht jetzt ein bisschen wieder zu definieren. Also was heißt definieren? Man gibt dem Gesicht so ein bisschen Wärme und Definition zurück, die man vorher mit der Foundation eben weggenommen hat, sodass man nicht so komplett flächig aussieht. Ich gebe mir allerdings hier auch ein bisschen hier unten noch auf die Kinnlinie, ausblendend nach unten, so zum Hals. Ja, das nächste Produkt, das ich verwende, ist ein Blush. Und zwar auch ein günstiger aus der Drogerie. Das ist der Trend It Up Powder Blush. Ich habe den in der Farbe 26. Das ist so ein Rosenholzton. Ich finde, dass der ganz gut so zum Herbst passt. Den gebe ich mir jetzt mal hier auf, um ein bisschen Frische auch wieder zu kriegen. Ziehe ich hier so ein bisschen hoch. Und an der Seite auch bis zum Haaransatz. Ja, meine Augenbrauen habe ich mir zwischendurch schnell gemacht. Dazu habe ich einen Augenbrauenpuder von Anastasia Beverly Hills genommen. Und zwar ist es das hier. Das hatte ich schon mal in einem Video. Das nennt sich Ash Brown Powder. Ash Brown Brow Powder Duo. Ja, ich bin in 2 Wochen bei einer Brow Bar in Köln und lasse mir die Augenbrauen nochmal schön machen. Ich finde, nach einer Zeit ist das nötig. Dann verliert sich so die Form. Also
Ich finde es jedenfalls toll, wenn ein Profi einmal die Augenbrauen schön macht, so wie die Form dann eben wunderbar ist und so, dass man dann immer beim Zupfen sich dann erstmal die nächsten Wochen oder Monate daran orientieren kann. Ich mache das immer in größeren Abständen mal, wie gesagt, in so einer Bro-Bar. Und was insbesondere dann auch, was mir dann gut gefällt, ist direkt danach, diese ganzen kleinen Härchen, die man hier oben so drüber hat, also ich habe hier auf jeden Fall ganz viele kleine, und überhaupt, das wird dann ganz sauber, das wird ja mit so einem Wachs dann gemacht, also so richtig mit so einem Heißwachs gemacht, rausgezogen, dann sieht das immer so ordentlich und sauber aus wieder. Jetzt habe ich halt meine ganz normalen Augenbrauen, die ich ab und zu so ein bisschen kürze mit so einem Augenbrauen, eigentlich ist das ein Nasenhaarrasierer von Philips, aber ich benutze den immer für die Augenbrauen. Und ja, den kann ich euch ja beim nächsten Mal auch mal gerne zeigen, weil meine Augenbrauen immer, die Haare immer so wuchern und sonst stehen die in alle Richtungen und ich komme damit sonst nicht so gut zurecht. Achso, was ich dann auch machen lassen werde, ist, das habe ich noch nie in meinem Leben machen lassen, die Augenwimpern so ein bisschen verdichten. Bin ich mal sehr gespannt. Und wie gesagt, das habe ich in 2 Wochen den Termin und dann kann ich euch ja berichten, wie es war und euch das Ergebnis dann auch gerne zeigen. So, bei mir geht es jetzt weiter mit dem Lidschatten. Ich hatte ja schon angekündigt, dass das etwas dramatischer wird und zwar Herbsttöne. Dazu habe ich jetzt hier eine wunderschöne Palette. Ich halte sie erstmal von den Farben her in die Kamera. Die ist von Chanel und nennt sich Le Quatre Ombre, wenn das jetzt richtig ausgesprochen ist. Also, und zwar in der Farbe 318 Blurry Green, da wird es jetzt wieder Englisch, also Quatre Ombre, dieses Französische, hoffe ich, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Und diese Farbtöne zeige ich euch jetzt mal. Also hier oben haben wir als Farbton Nummer 1, haben wir einen Gold-Kupferton. Dann als 2 haben wir einen schwarz-braunen Ton, der so ein bisschen ins Olivfarbene geht. Dann hier unten Forest Green. Also ein Waldgrün, wenn man so möchte, auch mit warmen Untertönen. Und hier ganz unten habe ich den Ton Medium, Dunkel, Gold, Braun. Also das ist auch so ein alles mit warmen Untertönen. Also ich hatte mich da mal erkundigt. Also diese Farben hier sind alle relativ opak, bis auf das Grün hier unten, dieses Forest Green. Das ist wohl anscheinend sehr stark pigmentiert. Ich bin mal sehr gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Vielleicht muss ich dann die Kamera noch was näher ranholen, mal sehen. Ich beginne auf jeden Fall mit dem ersten Farbton, mit dem Goldkupfer. Und das setze ich mir, also dieses Goldkupfer hier, davon nehme ich mal so ein ganz klein bisschen auf, klopfe das gut ab und setze mir das jetzt hier in den inneren Augenwinkel. Ich hoffe, dass man das sehen kann in der Kamera, weil ich hier so einen kleinen Spiegel stehen habe, der gleichzeitig ein Vergrößerungsspiegel ist. Und damit gehe ich jetzt hier wirklich bis in den inneren Augenwinkel. Es hat einen sehr, meines Erachtens, sehr starken Farbauftrag. Ich nehme noch mal ein bisschen und ziehe das noch ein bisschen hier rüber. Ich muss das Auge so ziehen, weil ich... weil sonst verrutschen mir die Kontaktlinsen. So, ich blende das jetzt hier auch nach innen noch so ein bisschen aus. Okay. Das sieht jetzt ein bisschen komisch noch aus, da kommt ja noch mehr dazu. Und jetzt mache ich das ganz kurz auch auf der anderen Seite immer. Jetzt geht es weiter mit diesem Forest Green, mit diesem Ton hier. Nehme ich mal auch ein bisschen auf. Und den gebe ich mir jetzt auf das bewegliche Augenlid, so im äußeren und mittleren Bereich. Ich ziehe das jetzt wieder ein bisschen und tupfe erstmal. Ja, das ist wirklich sehr stark pigmentiert, wie man gut sehen kann. Okay. Ich gehe dabei so bis zur Lidfalte ungefähr. So, das Ganze auch auf der anderen Seite. Jetzt geht es weiter mit der Lidfalte. Dazu benutze ich diesen angeschrägten Pinsel. Und dann mit dem gehe ich jetzt hier in diesen zweiten Farbton, in diesen schwarz-braunen Olivenfarbton. Einmal rein, gut abklopfen.
Und dann mit der schrägen Spitze in die Lidfalte. Ich ziehe das Auge wieder ein bisschen hoch. Den setze ich mir hier so in die Lidfalte und darüber hinaus. So. Jetzt muss ich gucken, bis wo ich hier außen gehen kann, dass ich hier sozusagen nicht über diese Linie, die sich hier bildet, zwischen äußerem Augenwinkel und äußerem Ende der Augenbraue, dass ich da nicht großartig drüber hinauskomme. So. Und dann gehe ich wirklich oft hin und her, sodass es immer schon jetzt sehr schön verblendet wird. Und wenn ich wenn ich jetzt gerade ausgucke, möchte ich, dass ich oberhalb der Lidfalte ein bisschen davon sehe. Dazu brauche ich noch ein bisschen mehr Farbe. Ich nehme noch mal was auf und klopf's ab. Und gehe jetzt noch ganz leicht höher. Das ist ja bei jedem unterschiedlich, je nachdem, wie stark man Schlupflider hat, sage ich mal dazu, ob man dann noch was davon sieht oder nicht. Und beim Ausblenden werde ich das auf jeden Fall nachher noch was höher ziehen. So sieht man auf jeden Fall ein bisschen noch davon. Das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite dann. Und jetzt kommt der letzte Farbton, den ich benutze. Ich benutze wirklich alle vier Farbtöne. Das ist schon sehr ungewöhnlich, aber ich hatte einfach mal Lust darauf, alle vier Farbtöne davon zu benutzen. Und zwar benutze ich jetzt hier diesen Farbton, der hier unten ist. Den benutze ich jetzt hier in dem Bereich. Denn dazu nehme ich einen relativ weichen, etwas länger gebundenen Pinsel. Nehme ein bisschen auf, klopfe auch wirklich wieder gut ab. Und damit gehe ich jetzt hier oben mal vorsichtig noch, also es ist wirklich wenig, also der ist schon relativ opak, dieser Farbton. Nehme noch mal ein bisschen unterhalb der Braue, in den Brauenbogen. Also der gibt jetzt hier so ein bisschen Schimmer, also das ist generell eine Palette, das habe ich nicht erwähnt, das ist generell eine Palette, die auch so ein bisschen Schimmer dabei hat. Nicht so stark, also keine fetten Glitzerpartikel, aber eher so einen sanften Schimmer. Und das eignet sich ganz gut, wenn man mit solchen dunklen Farben arbeiten möchte und so smoky Looks erzeugen möchte, ist so ein Schimmer, der verzeiht immer so ein bisschen mehr, nachher auch beim Verblenden. Ich verblende das ja gleich noch. Jetzt geht es weiter mit dem Unterlid, mit diesem Bereich hier unterhalb des Wimpernkranzes. Da werde ich auch ein bisschen Farbe auftragen, damit das Ganze sich nachher harmonisch verbindet. Und dazu gehe ich, ich nehme diesen ganz feinen, ne, diesen eher feinen, fluffigen, langen, der ist jetzt nicht so super kurz, sondern der ist weich und fein, den nehme ich jetzt fürs Unterlid und da gehe ich jetzt mal direkt auch wieder in diese letzte Farbe, die ich zuletzt genommen habe, in diese vierte Farbe, klopfe das ab und dann beginne ich hier im inneren Augenwinkel damit, ziehe das wieder ein bisschen lang. Und setze das hier so bis zur Mitte. Und ganz zum Schluss nehme ich jetzt nochmal dieses Forest Green hier. Dann nehme ich den gleichen Pinsel. Und den setze ich jetzt auch unterhalb des Wimpernkranzes, aber in den äußeren Augenwinkel. Und dann schaffe ich jetzt hier, wichtig ist, dass ich hier die Verbindung schaffe zwischen Unter- und Oberlid. Und das Wichtigste ist natürlich, das jetzt auch alles schön zu verblenden. Dafür sollte man sich wirklich ein bisschen Zeit auch nehmen, weil das kann nachher darüber entscheiden, ob es gut aussieht oder nicht gut aussieht. Jetzt habe ich alles stark verblendet. Es ist ein wirklich kräftiges Augen-Make-up geworden. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe hier auf der Seite übrigens etwas Eyeliner in die Wasserlinie gegeben. Und zwar von Maybelline, den Tattoo Bro Smoky heißt der. Das ist dieser hier. Den habe ich mir in die obere und untere Wasserlinie gegeben. Und das ist ja Geschmackssache. Ich wollte euch jetzt einfach mal den Unterschied zeigen. Auf der Seite mit oder auf der Seite ohne.
Das ist ja Geschmackssache, ob man das jetzt wirklich so dramatisch haben möchte oder nicht. Vielleicht eher dann für abends. Ich mache das jetzt auf der Seite dann auch noch schnell. Jetzt war kurz meine Batterie leer. So, jetzt geht's weiter mit Mascara. Darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen bei so viel Farbe. Eine schwarze Mascara. Dann nehme ich wieder die Sky High Mascara von Maybelline. Die trage ich mir ganz kurz auf. Und jetzt sind endlich die Augen fertig. Jetzt kann es weitergehen. Also die Augen waren ja auch wirklich sehr aufwendig heute. Die waren ja mehr oder weniger das Masterpiece des heutigen Make-ups überhaupt mit den ganzen Farben, die ich da benutzt habe. Also die komplette Palette habe ich ja benutzt. Und es ist schon relativ dramatisch geworden. Aber es sollte ja auch so sein. Und dafür werden die Lippen jetzt sehr undramatisch. Da benutze ich eine ziemlich unauffällige Farbe, so eher einen Aprikot-Nude-Ton. Das ist jetzt hier von Trend It Up Collagen Lip, wie heißt der? Lip Volume. Und ich benutze aber noch einen Lip Liner vorher. Ich benutze immer sehr gerne von Manhattan die Lip Liner. Das ist der Extreme Last Lip Liner von Manhattan. Und die Farbe ist die Nummer, Entschuldigung, die Nummer 59. Ja, fertig ist es, der neue Herbstlook. Ich habe meine neuen Ohrringe angezogen, weil ich finde, dass sie richtig gut dazu passen. Die habe ich mir jetzt im Urlaub gekauft. Wir waren ja im Urlaub auf einer kleinen Insel, Paros, einer griechischen Insel. Also wir waren erst 3 Tage in Athen. Super interessante Stadt, ganz toll, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und dann waren wir einfach zur Entspannung 2 Wochen auf der Insel Paros und haben da einfach die Ruhe genossen. Also das ist das Gegenteil von einer Partyinsel. Und es war sehr schön. Wir hatten teilweise Strände für uns ganz alleine. Unser Hotel lag so schön auf so einem Berg mit so einem Blick übers Meer. Es war so, dass wir immer abends den Sonnenuntergang genießen konnten. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schön, aus dieser ganzen Unruhe zu Hause hier kommend durch das Hochwasser dann in diese entspannte Zeit zu kommen. Und jetzt sind wir wieder zurück und jetzt geht's wieder weiter. Und wir haben uns auch einfach gesagt, es geht ja auch positiv weiter. Also diese Veränderung, die wir jetzt durch das Hochwasser erfahren haben, die werden wir auf jeden Fall so nutzen, dass sie für uns dann eben auch positiv sind. Und wir haben darüber gesprochen, dass oft Dinge, also mein Mann und ich haben darüber gesprochen, dass oft Dinge, die in unserem Leben waren, die so Schnitte gewesen sind, so große Ereignisse, vermeintlich schlimme Dinge, die passiert sind, haben letztendlich dann doch wieder was Positives bewirkt bei uns oder zu was Positivem geführt oder wir haben was Positives daraus gemacht. Und so ist das, also nichts ist so stetig wie der Wandel. Das Leben lebt ja von Veränderungen und bei uns ist eben die Veränderung momentan auch eben sehr spürbar. Dadurch, dass wir hier komplett anders jetzt wohnen. Wir sitzen abends oft in einem kleinen Zimmer zusammen, also weil wir ja das unten nicht sitzen können im Erdgeschoss und unterhalten uns dann viel und wir machen jetzt bei der Renovierung, die noch ein paar Monate dauern wird, auch ein paar Dinge anders, die uns dann vielleicht besser gefallen, auch wenn uns vorher alles super gut gefallen hat. Machen wir jetzt einfach nochmal Dinge anders, die uns vorher, ja, die Chance hätten wir vorher vielleicht nicht gehabt, Dinge anders zu machen. Ja, ich hole euch nochmal was näher ran, dann könnt ihr das Make-up jetzt nochmal vielleicht aus einem etwas näheren, aus einer näheren Perspektive betrachten und mir sehr gerne sagen oder reinschreiben in die Kommentare, wie euch das Make-up gefällt, wie euch der Look gefällt, der herbstliche Look. Und was ihr zu dem Thema Veränderungen so für Erfahrungen gemacht habt, ob es bei euch auch so ist, dass oft so einschneidende Dinge im Leben, dass die dann doch immer im Nachhinein, dass man dachte, ey, das hat aber was Positives bewirkt. Es ist was Positives daraus entstanden. Ja, jetzt wünsche ich euch einfach ein wunderschönes Wochenende. Mein Video erscheint ja immer Samstag. Also das heißt, ihr seht es jetzt wahrscheinlich an einem Wochenende, wenn ihr es schon am Anfang guckt. Und jetzt wünsche ich euch einfach ein wunderschönes Wochenende. Und genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal, eure Rita. Hallo, hier kommt mein kurzes Update zur Foundation. Ich hatte euch das ja versprochen, dass ich sage, wie sich die über den Tag verteilt hält. Und ich kann jetzt nichts Nachteiliges sagen. Also ich hatte heute mehrfach Maske an, aber es hat sich jetzt nicht die Farbe verabschiedet oder sowas in der Richtung. Ein ganz leichter Glanz, der aber normal ist nach so vielen Stunden, aber jetzt nicht besonders speckig. Und ich hatte auch kein unangenehmes Spannungsgefühl oder
sonst ein seltsames Gefühl auf der Haut. Also ich habe es als relativ natürlich wahrgenommen.